So, da sind wir auch schon wieder. Sehr schön. Jawohl. Und zwar teilen wir das jetzt auf. Ich mache jetzt mal drei Wände, ne? Ich mache jetzt drei Wood Doorways. Okay. Und mach danach mal ein Fenster. Dann habe ich jetzt mein ganzes Holz für die Wände aufgebraucht. Weil dann machen wir hier, wo ich gerade bin, ein Fenster hin. Nein, warte. Das ist dann Wand. Hier kommt kein Fenster. Hier kommt eine Wand hin und hier will ich mein Zimmer hinbauen. Und zwei Stück. Ja, stimmt. Die Zimmer. Deswegen mache ich ja jetzt drei Wood Doorways. Okay, dann mache ich hier. Dann kommt hier mein Zimmer hin. Guck mal. Warte. So. Da, wo ich gerade bin, kommt dann mein Zimmer hin. Moment. 6. So. Hier, wo ich bin, kommt mein Zimmer hin. Und wo machst du denn dein Zimmer hin? In die Mitte oder links? Okay, 0034 ist das Passwort hier für die okay, Tür. Okay, machst du dein Zimmer in die Mitte oder nach links? Ich mach meins hier und hier. Okay, dann mache ich hier eine Wand hin. Jo. Mein Zimmer ist dann hier, also fängt hier an. Wie war das Passwort? 0034. 0034. Jetzt kann ich schon mal eine Wooden Door machen. Sauber, ja. Oder ich muss wieder Holz holen und mach hier dann noch den Türeingang hin, dann haben wir alles eigentlich zu und können dann gleich die Sachen stellen. Da, das Einzige, was noch offen ist. Hier, ja? Da. Ja, da kommt dann mein Zimmer hin. Okay, dann müssen wir gleich im Prinzip nur noch Foundations machen und dann können wir schon mit den Dächern anfangen. Jo. Scheiße, für Wooden Door brauche ich keine Planks, dafür brauche ich... Lass mal unsere Zimmer erst später machen. Nein, jetzt schon, weil die Wooden Door ist zu gefährlich für andere Leute. Da kann nämlich sich jeder einen eigenen Furnace machen, da reinstellen. Okay. Ich schaue gerade noch ein bisschen Holz hier vor unserer Tür. Ich kann mir schon mal ein Furnace machen, glaube ich, oder? Ne, ich brauche hier Wood, scheiße. Warte mal. Low-grade Fuel. Davon kann ich machen. 10 braucht man dafür für ein Furnace, ne? Ja. Gut, dann mache ich mal 10 Low-grade Fuel. Was noch? 80 Holz, ne? Hä? Oder ne, wie viele? Warte, ich guck selber. Furnace. So, low-grade Fuel habe ich. 20 Wood. Und 15 Stones. Wie viele Steine hast du? Ich habe 35. Okay, warte. Dann gebe ich dir gleich die Sachen, damit du nun den Ofen machen kannst. Ich habe nur noch 6 Stücke Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und... Ah, nee. So, jetzt habe ich genug Holz zusammen. Sehr gut. Ich komme jetzt zurück, dann kannst du gleich den Ofen machen. Jawohl, unser Haus liegt ziemlich gut diesmal. Ich sehe es. Wo bist du? Hinter dem Haus, ich hacke Holz. So, okay. Warte, wie viel kostet nochmal ein Foundation? Oh, 8 Wood Planks. Oder du gibst mir einfach ein paar Stones, dann mache ich den Ofen. Ja, jeder braucht einen, ne? Ja, aber dann steht man sich nur zwischen den Füßen. Dann haben wir aber schon mal einen, deswegen. Mache. Ich hack Holz. Ja, ich brauche halt nur noch ein paar Steine. Ich habe 3 Wood Storage, Alter. Jeder kann eins in ein Zimmer, in sein Zimmer und wir können dann noch eins in den Gemeinschaftsraum tun. Ja, Mann. Ich habe auch noch, ich habe einen Wood Storage und einen Large Wood Storage. Den Wood Storage kannst du wegpacken, brauchen wir nicht. Ja, vielleicht für die obere Etage. Und wie wär's, wenn wir den Large Wood Storage da ins Erdgeschoss tun? Hey Junge, ich habe 3 Stück davon, jeder kann eins in sein Zimmer und dann können wir 2 ins Erdgeschoss. Ach so, 3 Large Wood Storage. Ja, das normale Wood Storage habe ich weggeworfen, das nimmt nur zu viel Platz weg. Okay. Ich habe das jetzt trotzdem behalten, das tue ich dann in irgendein Large Wood Storage, vielleicht brauchen wir es später. Ja. So.
Ich kann mir 4 Wood Planks machen. Ich weiß, ich muss essen. Zack, jetzt habe ich 5 Stück. Ich brauche noch 3 Stück, dann habe ich wieder ein Foundation. Oh shit, ich muss auch was essen. 3 Stück, ich könnte dir theoretisch 7 Stück geben. 5 Wood Planks habe ich. Ich muss mich immer schön ab und zu umdrehen, damit ich dich unter Haus aus den Augen verliere und nicht mehr weiß, wo ich bin. Aber das liegt ja diesmal nicht genau an der Straße. Ja, ja. Aber komm, wenn wir die Straße gefunden haben, finden wir schon her. Ja. Es ist im Prinzip einfach, von wenn man von der Stadt aus kommt, einfach so links ab hoch. Ja, ja. Eigentlich ein schickes Plätzchen für ein Haus. Alter, da hinten geht gerade der Mond auf, das sieht epic aus. Ist, glaube ich, der Mond, oder? Nee, der ist schon draußen. Nee, der Mond ist schon draußen. Keine Ahnung, was das dann da hinten für ein Licht ist. Der Rest von der Sonne vermutlich. Oder der Anfang des Mondes, keine Ahnung. Gleich wird es jedenfalls tiefe Nacht. Nein, Sonne ist das. Das sieht aber geil aus. So ganz leichten Schimmer. Hoffentlich sieht man das im Let's Play. Ich weiß, aber wenn das Blaue aufgehört hat, dann wird es stockfinster. Fail, da hinten ist alles so ein. Da hinten ist so Licht, so ein Lichtstreifen, aber da drum wird es so komplett schwarz. Da reißt sich gerade wie so ein schwarzes Loch auf. Ja, ja, das war das, was ich vermutlich im Anfang meinte. Über dem Berg. Genauso sah das. Das ist vermutlich genau das, was ich meinte. Jetzt ist es wieder weg. Ja, ja, bei mir war es dann auch kurz weg. Ich sehe dich da hinten übrigens. Wie so ein Fliegenschiss auf der Leinwand. Jawohl, ich kann uns dann gleich die Wooden Doors machen. Jawohl, und ich mache uns dann gleich den Ofen. Da können wir schon mal alles reinstellen, weil dann so schnell keiner reinkommt. Ja, Mann. So, jetzt Wood Planks. Ich muss nur aufpassen, dass mich kein Wolf sieht. Kann ich mir wieder 4 machen? So, ich bin wieder zu Hause. Ich mache mir jetzt noch ein Foundation für mein Zimmer 1. Ich kann mir schließlich nur 1 machen. Jawohl, in der nächsten Folge, beziehungsweise wenn der nächste Tag anbricht, gehen wir in die Stadt und dann hacken wir wieder richtig Holz. Jo. Richtig viel. Weil hier, ich sehe gerade keine Holzdinger, ich sehe nur normale Bäume. Ja, ja, deswegen leider. Wäre geil gewesen, wenn hier in der Nähe auch diese Holzhaufen spawnen würden, so genau neben unserem Haus. Jawohl, aber naja, schade. Weißt du, was auch geil wäre? Wir müssen später auch mal, wenn wir radioaktive Klamotten und so haben, in eine andere Stadt gehen. Ja, ja. Dann auch so, mein Zimmer hat jetzt ein Foundation. Ich setz mich mal richtig hin hier. Junge, ich kann gar nichts mehr sehen. Hier ist ein Tier, ich versuche das mal zu jagen. Ich pfeffer hier eine Flare hin. Kann ich wenigstens was sehen. So, ich würde sagen, das machen wir hier. Ja, ja, hier ist es super. Alter, wie schlecht. Okay, komm mal langsam wieder zurück. Ja, mach ich. Ich mach noch eben hier. Ja, ja, ich brauche dein Holz, weil ich weiß genau, wie wir das hier hinmachen. Hier machen wir die Werkbank hin, da den einen Ofen, da den anderen. Und davor machen wir dann das Ding, das Kämpfer. Jawohl, das wird geil aussehen. Das wird richtig geil aussehen. Sauber wird das geil aussehen. Komm nach Hause, Essen ist fertig. Mach mal ein Campfire dahin, ich bring Raw Chicken Breast mit. Ich hab da eine Flare hingeworfen. Nein, ein Campfire noch nicht. Erstmal. Gib mir mal dann ein bisschen Holz noch. Dann kann ich das erstmal. Ich sehe nichts mehr. Ich muss mir eine. Torch machen. Mach. Boah, ich sehe dich von unserem Haus aus gar nicht. Hast du eine Torch? Ja, ich hoffe mal, ich renne die. Ey, die Flare ist ausgegangen, scheiße. Oh, da ist ein Holzhaufen. Den muss ich mir jetzt aber noch mitnehmen. Jo, der muss sein.
Weil dann gibst du mir noch irgendwie 50 Holz, dann mache ich uns hier eine Werkbank hin. Am Arsch, Alter, so viel Holz habe ich nicht, ich brauch selber was. Wie viel hast du? Nur nicht so viel. Weil bevor wir das Campfire dahin machen, müssen wir die Werkbank dahin machen. Ich hoffe mal, ich renne in die richtige Richtung. Ich renne einfach Richtung Felsen. Du kannst ja gucken, vielleicht siehst du ja eine Fackel. Im Moment sehe ich überhaupt keine Fackel, nein, alles ist dunkel. Alles ist dunkel. Ja, ich renne in die richtige Richtung. Ich komme jetzt vom Meer aus. Müsste richtig sein, oder? Ich sehe jedenfalls nur nichts. Kann aber sein, dass du irgendwie durch ein paar Bäume oder so blockiert bist. Aber ich sehe nur Schwärze. Ich renne auch falsch. Scheiße, wo bin ich jetzt? Ah, da ist dieser große Felsen, wo wir drauf gucken. Davon kann ich den Schatten sehen. Ja, da ist unser Haus. Ah, ich sehe dich. Scheiße, ich hab mir was gebrochen. Du bist auch so bescheuert, ey. Es werde Licht. Hallöchen! Gib mir mal ein paar, gib mir erstmal 10 Steine, dann mache ich uns einen Ofen. Mach mal Licht. Ich hab nichts an Licht. Ey. Schmeiß die Steine raus und mach Fackel an. Gut. Guck mal, ich habe mir das so vorgestellt. Hier. Exakt in die Mitte. Ja. Okay. Hier, exakt in die Mitte, tun wir die Werkbank. Die steht dann so. Dann links und rechts ein Ofen und davor das Campfire. Jawohl, ich mache jetzt die Wooden Doors, die zwei Stück. Okay, warte, ich tue das Campfire hin. Das Campfire kommt so hin. Campfire ist da. Ich tue mein Fleisch nach links, tu deins dann nach in die Mitte. Narrat an. Oh. Hab ich. So, Crafting. Furnaze. Craft. 14 Sekunden haben wir's. Mach du meine Werkbank. Die brauchen wir auch. Junge! Bist du eigentlich recht scheiß? Oh, und der Ofen. So, hier. Jeder macht für sein eigenes Zimmer eine. Hast du das so? Den Code. Jo. Enter Code. Ich muss mir den Code merken können. Ich schreib mir den auf. Okay, kann ich mir easy merken. Ey, ich brauch einen Stift. Junge. Ja, okay, ich nehme ein Üblechen. So. Scherz. Hä? Hä, was? Hä? Hä, was? Will er mich verarschen? Junge, du hast die Tür hingelegt, also ist das deine Tür. Ey. Pisser. Halt die Fresse. Jetzt mach da einfach irgendeinen Code rein. Hier, ich hab's angeloggt. Jetzt kannst du die wieder locken. Okay, warte. Junge, kann ich eben nicht, weil es immer noch deine Tür ist. Du musst dieses dritte oder was da ist drücken. Scheiß drauf, hier, der Code ist 0, 0, 0. Also dreimal die 0 und dann 7. Okay. Ich mache jetzt hier schon mal Large Wood Storage hin. Und ich mache schon mal Ofen hin. Und schmeiß meine Sachen rein. So. Ja, falls hingetan. Tu auch eins dahin. Ey, ich habe nur noch ein Stück Holz. Junge, tu auch ein Large Wood Storage dahin. Wo? Hier so direkt daneben, dass das so cool aussieht. Warte. Mach ich. Dann auch so ein bisschen schräg. Jawohl.
so ein schönes Lagerfeuer. Singt das so. Lagerfeuer-Lied. Und mit diesem netten Liedchen beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.